Petersdom haben am Abend tausende Gläubige einen Vespergottesdienst zum Jahresende gefeiert. Papst Johannes Paul II. Betete für den Frieden. Er bat um Tage des Friedens für Rom, Italien, Europa und die ganze Welt. Der 83-Jährige schien in gesundheitlich guter Verfassung. Aus Furcht vor Terroranschlägen gelten für den Vatikan und Rom schärfste Sicherheitsmaßnahmen.